Runde SNZ auf Crusher. Ich spiele die Ära Miraculous. Suchen und zerstören. Verstärkt und schnell ziehen. Zerstört das Ziel. Und da mache ich einen nice Triple Easy. Und ich werde von hinten geholt, weil meine Teammates nicht aufpassen. Die Bombe wurde platziert. Crusher ist einer meiner Lieblingsmaps. Stein außen. Teammates. Diese Mission ist ein Erfolg. Bereit machen für die nächste Runde. Ah, ich zocke für Paranormal Suchen Gaming. Und zerstören. Paranormal Gaming ist ein ziemlich großer Clan. Verteidigt das Ziel! Ich bin dort Member. Ich spiele in dem Squad Snow mit. Okay, hier sind noch zwei bei B. Diese Mission ist ein Erfolg. Das war knapp. Runde. Drei in der ersten Runde, drei in der zweiten Runde. Zerstören. Ich komme an die Bombe wohl dran, die werde ich nehmen und zu B laden. Zerstört das Ziel. Wir haben die Bombe. B ist mein Lieblingsboom. Ich gehe davon aus, dass wir einen Sniper hier haben. Oh, oh, oh. Mein Gott. Mega stark veraimt und überhaupt keine Kontrolle über meinen Controller gehabt. Ja, ich glaube, das hängt von meinem Alter zusammen. Viele nicht wissen oder schon wissen. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. In der nächsten Runde holen wir ihn uns zurück. Dennoch leidenschaftlicher Zocker. Ich sag mal so, man ist nie zu alt zu zocken. Die Leute, die was sagen, boah, wie kannst du so alt sein und was zocken, sollten sich mal Gedanken machen, wie es bei denen in den nächsten Jahren aussieht. Ich gehe davon aus, dass man dann auch noch weiter zockt. Man zockt immer im Leben, egal wann wie alt man ist. Ob es ein einfaches Kartenspiel ist mit der Familie oder halt online. Warum soll ich nicht online spielen können? Ja, da hat man auch keine Chance mit der R3K Epic. Er sprayt ja einfach. 3 Hits. Komm ich mit der Ära, die mindestens 5 Hits auch nicht dran. Na, ich schwäche gerade ein bisschen. Gut, 2-2. Meine Teammates sind jetzt auch nicht die besten. Gute Gegner, gegen die man was zerstört das Ziel. Ein bisschen sich aufpushen kann. Feindliche Drohne in eurer Nähe. Wir haben die Bombe. Ich mein Lieblingsbow über die Wall. Oh mein Gott. Fängt er wieder das an. Meiner Meinung nach. Doch da angehittet. Wir haben den Vorteil. Puh, manchmal muss man schwitzen.
Gegnern gefallen hier. Gewandtheit sehr wichtig für SMZ. Manchmal hat man Situationen, die einfach schneller reagieren muss mit Nachladen oder Waffe wechseln, als bei Team Deathmatch. Team Deathmatch setzt man sich kurz in die Ecke, lädt nach. Bei SMZ laufen sie meistens in Gruppen. Das meine ich. Mit der R3K, dann noch ein Episch. Die Wiederholung beweist es. Das ist eine epische EBR, wie ich gerade sehe. Die epische Farbe sieht einfach episch aus. Er spielt 1 gegen 3, einer läuft hinter ihm. Geht bei B rein. Pyromine. Hinter ihm springt einer. Kommt Richtung Schleuse. Dürfte jetzt Kontakt haben? Nee. Feindliche Bombe bei B platziert. Okay. Er hat ihn nicht gesehen. Der Gegner versucht ihn zu trollen. Sein Fehler. Cut wird definitiv einer auf ihn warten. Der Sniper schon dort war. Schatten war zu sehen. Ach ja, 3-3. Ich möchte auf jeden Fall einen Sieg daraus holen. Schöner Kriegsguck. Sauber ausgeführt. Suchen und zerstören. So, es wird auf A gehen. Zerstört das Ziel. Wir haben die Bombe. Okay. Schon leider gehört, tut mir leid. Was mache ich? Ich sehe irgendeinen Schatten. Schade. 13-5 kann man aber nicht meckern. Er hat Kontakt mit 2. Bei Teammate, sorry, aber hat nichts drauf. Feindliche Drohne in eurer Nähe. Oh mein Gott. Extrem schlecht. Naja. Ein paar Teammates hätte es auf jeden Fall. Wäre es zum Sieg gekommen und nicht zwischen 3 und 4. Naja. Ich brauche 105 Punkte zum Level Up. Können wir aber schneller machen. Gönnen uns einfach mal die Daten. Sehr gut. Das Kommando hat neue Ziele geschickt.